Ja, herzlich willkommen zum zweiten Vortrag in diesem Vortragsblock. Dezentrale Infrastrukturen, das ist ja nun nichts mehr Neues, aber in diesem Feld gibt es immer noch ganz viele Vorbehalte. Volker Mische möchte uns da jetzt erstmal einführen und sagt, okay, diese Vorbehalte sind unbegründet und er möchte das erklären an dem Interplanetary File System. Ja, hallo, ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Ich begrüße auch alle im Livestream. Das ist wirklich eine Einführung in die dezentralen Infrastrukturen. Das heißt, man braucht quasi kaum ein Vorwissen und ich hoffe, ich kann die Konzepte darstellen und am Schluss sind alle begeistert und wollen unbedingt so ein System haben. Ganz schnell über mich. Also ich bin der Volker, ich bin Softwareentwickler bei Protocol Labs und man kennt mich vielleicht von Open Source Projekten wie GeoCouch, Noise oder IPFS und programmiere primär in JavaScript, Python und Rust. Aber es soll eigentlich ja um was anderes gehen. Und so die Ziele heute sind, am Schluss weiß jeder, was ist denn so ein Peer-to-Peer-Netzwerk, welche Konzepte stehen dahinter, warum macht es überhaupt Sinn und eben welche Rolle spielt IPFS dabei. So, ich fange natürlich mit den Konzepten an. Und das allererste Konzept ist Peer-to-Peer. Das haben wahrscheinlich schon die meisten irgendwie gehört, aber es ist im Moment noch relativ negativ konnotiert. Man kennt es zumeist, falls man es kennt, von Dingen wie irgendwie File-Sharing und illegale Sachen und BitTorrent und so Sachen. Aber es ist eben, wie gesagt, einfach eine Technologie, die dahinter steckt. Und natürlich kann man damit illegale Sachen machen, aber man kann damit auch eben halt viele coole andere Sachen machen. Und die meisten von Ihnen haben wahrscheinlich sogar schon ein Peer-to-Peer-Netzwerk ganz normal benutzt, ohne irgendwelche illegalen Sachen zu machen. Und zwar war Skype früher ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Das hat Microsoft allerdings, als sie es aufgekauft haben, über die Jahre hinweg wieder umgestellt. Man kann nur unken, warum. Dazu komme ich später noch. Oder man kann sich dann später denken, warum das vielleicht so war. Und eben das Schöne daran, was man eben sieht, dass Skype früher ein Peer-to-Peer-Netzwerk war und jetzt eben keins mehr ist. Und eigentlich der Endanwender hat keinen Unterschied gemerkt. Also vor 10 Jahren war es Peer-to-Peer und jetzt nicht mehr, ist einfach genau gleich. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass es mit Peer-to-Peer-Netzwerken andersrum ja auch geht. Das heißt, ich habe bisher normales Client-Server-Modell und stelle jetzt um auf ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Das muss aber für den Endanwender quasi nicht irgendwie dann schlechtere Usability haben oder so, sondern es kann einfach auch gut funktionieren. Und was ist jetzt Peer-to-Peer eigentlich? Das ist einfach die direkte Verbindung zwischen zwei Rechnern. Und da habe ich mal ein Beispiel. Also wir nehmen jetzt zum Beispiel eben so einen Internet-Telefonie-Anbieter und Alice und Bob wollen telefonieren. Das heißt, sie verbinden sich, sie loggen sich ein zu dem Anbieter und es ist eben so im Client-Server-Prinzip die Verbindungsvermittlung und dann wollen sie telefonieren und beide sprechen über diesen Telefonanbieter miteinander. Genau. Jetzt kann man sich schon überlegen, ja, das macht für so Anbieter schon Sinn, weil ohne den Anbieter geht es ja nicht. So, im Peer-to-Peer-Netzwerk läuft es aber anders. Der erste Schritt ist der gleiche, weil man muss sich irgendwo zentral verbinden, dass man weiß, mit wem man denn reden will. Also beide melden sich beim Anbieter an. Aber jetzt, sobald dann die Kommunikation beginnt, funktioniert die einfach zwischen den beiden. Man braucht den Internetanbieter zwischendrin nicht mehr. Und was hat das für Vorteile? Also die Vorteile ist aus der Sicht des Anwenders. Es ist möglicherweise schneller, weil wenn mein Kollege nämlich einfach im Büro neben ansitzt, geht es übers WLAN, nicht übers ganze Internet. Und es hat unter Umständen mehr Sicherheit, weil es eben nicht übers ganze Internet geht. Und genau, und kann man halt eben auch halt nicht abhören, weil also in dem Fall kann es der zentrale Instanz nicht abhören, weil es geht ja nicht über die zentrale Instanz. So, jetzt komme ich zum nächsten Konzept. Das hat jetzt mit dem vorherigen nichts zu tun. Wir kommen dann später dazu, wie die zusammenpassen. Und zwar geht es dabei um Content versus Location Addressing. Ich habe jetzt mal versucht, das irgendwie auf Deutsch zu übersetzen, aber Inhaltsadressierung versus Ortsadressierung hört sich jetzt auch nicht viel besser an. Da hilft einfach ein Beispiel. Und zwar ein Buch. Ich lese ein Buch, finde es klasse und erzähle deiner Freundin, hey, das Buch musst du unbedingt auch lesen. Ich gebe dir die ISBN-Nummer und dann kann es meine Freundin bestellen. Sie kann es bestellen, sie kann in die Bibliothek gehen, sie kann es von mir ausleihen. Aber sobald sie ein Buch liest mit dieser gleichen ISBN-Nummer, weiß ich, dass wir das gleiche gelesen haben. So, macht Sinn? Ja. Jetzt ist die Frage, wie schaut sowas in einem Location Address System aus? Und zwar ist das ganz einfach. Ich würde dann eben meiner Freundin erzählen, also das Buch war super. Und zwar steht es in der Uni-Bibliothek in Augsburg
unten in der Sozial- und Wirtschaftsgeografie im zweiten Stock, im dritten Regal, ganz links. Genau. Und da haben wir jetzt aber natürlich Probleme, weil zum einen, vielleicht kann sie nicht in die Bibliothek gehen, dann kann das Buch, ist vielleicht ausgeliehen, oder es steht ein anderes Buch und ich sage, das ist das zweite Buch von links, dann liest sie ein komplett anderes Buch und wir wissen es gar nicht. Und genau, also mit dem Beispiel macht man, okay, Content Addressing macht total viel Sinn, eigentlich sollten wir alles so machen. Jetzt ist aber das Problem, dass es in anderen Kontexten macht, Location Addressed, scheinbar auch total Sinn. Und zwar verwenden Sie hier alle täglich ein Location Addressed System, und zwar das World Wide Web. Und jetzt kommt man natürlich und überlegt sich, ja gut, das ist eben Location Addressed, weil es hat eben so URLs, die kennen wir alle, es hat einen Server und dann hat einen Ort, wo das gespeichert ist und so weiter. Und das Problem ist aber genau wie bei einem Buch. Und zwar, es kann sein, dass ich keinen Zugriff auf die Seite habe. Es kann sein, dass eben der Server gesperrt ist oder dass mein Provider das sperrt oder eben ein internes Netzwerk das sperrt. Es kann sein, dass das Buch quasi ausgeliehen ist, eben die Seite ist weg. Oder eben die Seite hat sich geändert und da steht was ganz anderes drin, also ich leihe eben das falsche Buch aus. Und es ist eben jetzt interessant, dass wir da daran so gewöhnt sind eigentlich. Und also beim Buch finde ich, also zumindest ich finde es beim Buch total absurd, aber im Internet hat sich jeder total daran gewöhnt. Ja, das war eben zum Thema Content Addressing. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man es aufs Internet übertragen, das Ganze, diese ISBN-Nummer. Dazu noch ein drittes und letztes Konzept. Das ist jetzt wahrscheinlich das komplizierteste, aber ich versuche es mal, und zwar Hash-Funktionen. Das kommt eben aus der Mathematik und jeder kennt hoffentlich aus der Schule, es gibt so ein f von x ist gleich irgendwas. Und in unserem Fall ist eben eine Funktion und die wende ich auf Daten an, also zum Beispiel meinen GeoTIFF. Und bei einer Hash-Funktion kommt raus eine ganz lange Zahl. Die Zahl ist aber begrenzt, also das ist nicht unendlich groß, sondern es hat einfach eine lange Zahl. So muss man sich das vorstellen. Das Schöne daran ist jetzt, wenn ich die gleichen Daten reintue, kommt die gleiche Zahl raus. Das ist jetzt schön, weil angenommen ich lade was runter und jemand anders lädt was runter, wenn wir wirklich die gleichen Daten hatten dann, und wir wenden die Funktion getrennt voneinander an, kommt die gleiche Zahl raus. Wir wissen also, wir haben quasi die gleiche Datei gelesen. Und im Umkehrschluss heißt es aber auch, dass unterschiedliche Daten führen zu einer unterschiedlichen Zahl. Macht Sinn, aber da ist ein Sternchen. Und zwar ist das Problem, es ist sehr wahrscheinlich so, weil eben natürlich ja diese Zahl begrenzt ist. Das heißt, es kann ja unendlich viele Dinge reintun und es kann ja nicht sein, dass unendlich viele Dinge mit endlichen Dingen dargestellt werden können. Aber bei dem sehr wahrscheinlich ist nochmal zwei Sternchen und zwar für den normalen Anwender ist es einfach wahrscheinlich genug. Man kann davon ausgehen, dass es einfach gilt. So viel dazu. Also wer jetzt eben sich dann näher einlesen will mit Hash-Funktionen, kann es gerne machen, aber da habe ich die Zeit leider dafür nicht. Aber einfach für den normalen Anwender, gleiche Daten, gleiche Zahl, unterschiedliche Daten, unterschiedliche Zahl. So, jetzt habe ich hier noch ein Beispiel. Das war vorhin beim Docker auch kurz, war auch so eine Zahlen-Buchstaben-Kolonne quasi. So sehen die Hashes normalerweise aus, wenn man die irgendwie sieht. Man kennt es vielleicht auch, wenn jemand irgendwelche Images runterlädt, dass dann irgendwie eine Datei gibt, die nennt sich SHA-SUM oder MD5-SUM und da kann man quasi überprüfen, ob die Datei wirklich die ist, die man runtergeladen hat. Tatsächlich hat es auch gar mit ISBN zu tun, weil bei einer ISBN-Nummer die hinterste Zahl ist einfach nur eine Zahl, die überprüft, dass die ISBN-Nummer davor, also die hinterste Zahl bei einer ISBN-Nummer wird durch die Zahlen davor berechnet. Das heißt, wenn ich einen Zahlendreher drin habe, ist die letzte Zahl anders. Und so kann ich zum Beispiel auch verifizieren, dass die ISBN, dass sich keiner vertippt hat. Und jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Man kann es auch dazu benutzen, um Daten zu identifizieren. Das ist eben für das Content Addressing. Und zwar läuft es so ab, dass ich eben dann einfach diese Zahl nehme und ich sage zu irgendwem, ich will die Datei, die zu dieser Zahl, zu diesem Hash gehört. Und dann bekomme ich die zurück. Und das Schöne ist, es ist quasi eben wie eine ISBN-Nummer. Das heißt, ich will das einfach, ich sage nicht, wo ich das herhaben will, sondern ich sage nur, gib mir einfach diese Daten, die zu dieser Zahl gehören. So, das war jetzt relativ viel und ist jetzt vielleicht nicht ganz klar, wie die Sachen zusammengehören. Deswegen jetzt kurz ein Demo, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. So, und zwar, ich fange an,
ich starte quasi ein so ein Peer, also ein so ein Server quasi starte ich erstmal. Und ich habe jetzt da einfach eine simple Applikation gebaut, so mit Karten. Und es ist, also das hier sieht man in Namibia mit Sentinel-Daten von Code.de runtergeladen. Und ja, ist ganz normal, ich kann reinzoomen. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie gut die Auflösung ist eigentlich von Sentinel 2. Da sieht man wirklich viel. Und genau, einfach ganz normal, Browser fertig. So, jetzt nehme ich mal an, ich habe noch jemand anders weit entfernt in der Welt, hat auch einen Knoten. Ich muss jetzt nur so tun, als wäre jetzt mein Knoten wieder weg. Und ich stand in einem zweiten Knoten auf der anderen Seite. Und es ist eine andere Person, deswegen lebt die auch in einem anderen Tab. Und genau, die hat quasi einfach den anderen Teil von Namibia. Also die hat, da fehlen eben diese oberen Daten, die wir gerade gesehen haben, die fehlen hier. Und genau, so. Und jetzt kommen wir zum spannenden Moment. Was passiert jetzt, wenn ich diese beiden Peers miteinander verbinde? Das Schöne ist, wenn die lokal laufen oder auch im lokalen WLAN, finden sich die automatisch. So, und jetzt kommen wir eben zum spannendsten Moment des Demos. Und zwar geht es jetzt ans Daumen drücken. Und zwar schauen wir, was jetzt passiert. So. Und zwar das Überraschende ist jetzt natürlich, dass einfach die anderen Daten auftauchen. Und es ist jetzt eben diese andere Person, aber die kann jetzt einfach die Daten von der anderen Person auch einfach anschauen, reinzoomen und die Daten sind da. Natürlich ist es jetzt auch so, dass wenn ich jetzt wieder zurückwechsle, hätte das hier auch passieren sollen? Ah doch, jetzt sind sie da. Also hier, ist auch die kompletten Daten sind da. Genau. Das kann man jetzt eben mit anderen Sachen auch so lösen, es ist nicht zu überraschend. Ich will jetzt noch kurz zeigen, die ganzen Konzepte, wie spielen die da jetzt rein? Und zwar schaue ich jetzt nur einfach eine Teil an, also eine so ein Eck. Das Bild an sich ist, um das geht es nicht, sondern um was es wirklich geht, ist um die URL. Also, das System hat natürlich, damit es mit vorhandenen Systemen funktioniert, auch ein HTTP-Interface, damit es auch im Browser eben funktioniert. Und was wir jetzt sehen, ist zum einen, es fängt ja immer, haben wir ja schon gelernt mit URLs, es fängt mit dem Ort an, also einem Server. Hier ist es einfach lokal auf meinem Rechner und jetzt ist eben das Rante, natürlich gebe ich den Ort an, aber der ist verbunden eben mit ganz vielen anderen Servern auch. So, jetzt sehen wir da hinten diese ganz lange Zahlenkolonne. Das ist einfach genau dieser Hash. Das heißt, ich habe die Teils komplett reingespeichert und die kriegen dann eben diese Daten, kriegen diesen Wert. Damit kann ich die eindeutig identifizieren. Und dahinter ist dann halt noch genau, wo diese Teil ist. Und jetzt ist eben das Interessante, dieser Server, ich gehe jetzt auf den anderen, das ist quasi, man muss sich das vorstellen, der steht jetzt irgendwo in Australien und ich kann ihn ändern und es passiert quasi nichts, weil es die gleiche Teil ist. Was ich damit zeigen will ist, im ersten Fall war dieser Teil auf diesem Server in Australien gespeichert, aber ich habe einfach lokal zugegriffen und so getan, als wäre der lokal verfügbar und dieses P2P-Netzwerk hat es automatisch einfach rausgefunden, ah ja, ich ziehe mir die von da drüben. Oder ich greife eben drüben zu auf die Teil, dann ist er lokal verfügbar, aber es macht eben vom Programmier her keinen Unterschied. Ich habe immer nur, ich greife auf meinen lokalen Knoten zu und der führt dann alles aus. Die einzige die Identifikation ist eben diese lange Zahlenkolonne. Das heißt also, es ist egal, wo die Daten gespeichert sind, es ist nur wichtig, dass die Daten gespeichert sind. So, genau, so viel zum Demo. Zurück zur Präsentation. Was ist denn die Anwendung davon? Zum einen, was ich mir vorstellen könnte, ist die Metadatenkataloge. Wer sich damit mal schon beschäftigt hat, was da zum Beispiel auch, wenn man jetzt so an Inspire denkt, so Sachen wie man tut die Metadaten irgendwie aggregieren und dann kommt es aber super oft vor, dass man halt mehrfach die gleichen Daten drin hat, die quasi eigentlich identisch sind, aber die kann man dann von zwei verschiedenen Systemen und dann hat man Duplikate drin und so weiter. Und würde man jetzt einfach diese Daten eben einen Hash machen, dann müsste man sofort, die Daten sind identisch, ich muss sie nicht nochmal rüberspielen. Oder lokale Mirror von Dateien, von Daten. Da ist mir jetzt kein besserer Name eingefallen. Was ich damit meine ist, zum Beispiel, wenn es immer denkt, man hat irgendwie sein Ubuntu laufen, und man macht dann sein apt-get-install und kriegt eben die Daten, dann zieht ihr aus dem Internet. Aber stellen Sie sich vor, Sie machen das in der Firma
Und viele Kollegen machen das ja auch. Und man tut da irgendwie sein System updaten und eigentlich ziehen alle Leute ständig die gleichen Daten runter. Wie schön wäre es denn, ich mache das einmal, weil ich die Daten noch nicht habe, die werden lokal bei mir gespeichert und mein Kollege zieht die dann einfach halt direkt von mir anstatt aus dem Internet. Das wäre super viel schneller und ja, einfach mega effizient. Und das kommt eben sehr oft vor, dass natürlich in dem Büro die Leute ähnliche Daten ziehen. Also zum Beispiel auch, was ich habe jetzt eine Arbeitsgruppe und beschäftige mich mit irgendwelchen Satellitendaten in einem bestimmten Gebiet. Dann ziehen natürlich alle Leute die gleichen Daten immer wieder und das kann man eben effizienter gestalten. Ein anderes ist, wenn es jetzt eben nicht mehr darauf ankommt, wo die Daten liegen, sondern dass die irgendwo sind, kann ich meine Workflows darauf ausrichten. Auf was ich hinaus will, ist, oft fangen Workflows an mit, zieh die Daten von S3 und dann mach das und das und das. Das Problem ist es aber, und da habe ich noch mehr drüber letzte Phosphor-G in Tansania gesprochen, was ist es aber, wenn mein Internet einfach halt schlecht ist und ich habe die Bandbreite nicht? Dann kann ich natürlich zum Beispiel einfach die Daten irgendwie anders übertragen. Ich schicke zum Beispiel eine Festplatte. Jetzt ist aber das Problem, dass mein gesamtes Workflow auf Amazon S3 basiert. Das heißt, ich muss es irgendwie umschreiben. Oder ich muss ein System aufsetzen, das so tut, als wäre es Amazon S3 und so weiter. Es wäre doch viel schöner, wenn einfach ich nur sagen kann, ich nehme diese Festplatte, stecke sie ein, starte an den Knoten und kann sofort darauf arbeiten. Für die Europäer zum Beispiel, die eben schnelles Internet haben, würde dann natürlich der Knoten auch die Daten von S3 holen zum Beispiel. Das wäre kein Problem, weil es eben unabhängig ist davon, wo sie gespeichert sind. Aber ich hätte eben diese Möglichkeit, die Daten auch lokal vorzuhalten. Und das, was ich gerade beschrieben habe, mit der Festplatte, bezeichnet man eben auch als Sneakernet. Das heißt, ich bringe quasi die Daten mit meinen Sneakers, habe Turnschuhe an und bringe die Daten zu jemandem. Und der kann ich eben einfach einstecken und verwenden. So, jetzt habe ich eben viel über die Grundlagen gesprochen. Und über IPFS noch gar nicht. Und da will ich jetzt auch nicht viele Worte verlieren. Sondern ganz kurz, das heißt eben das Interplanetary File System. Das ist eben eine Implementierung von so einem System. Und das wird implementiert in JavaScript, eine Implementierung in JavaScript und Go. Hoffentlich auch bei den Rust. Und das Schöne an JavaScript ist, es funktioniert auch im Browser. Also es gibt ein Browser-Plugin für Chrome und Firefox. Da kann ich dann wirklich so einen Knoten im Browser laufen lassen. Und dann könnten eben zum Beispiel jetzt bei der FOSGIS die Leute auch quasi zwischen den Browserinstanzen synchronisieren im WLAN. Und das Ganze ist natürlich Open Source, ist unter die MIT-Lizenz, beides aber unter MIT und Apache-Lizenz. Wer sich über Lizenz unterhalten will, ich kann gerne erklären, warum wir das ändern. Aber für den normalen Anwender ist ja, also man kann immer noch MIT nehmen. So, und ganz zum Schluss will ich noch zu meiner Zukunftsvision kommen, wieso ich das Ganze machen will. Und zwar, momentan, wie die Sentinel-Daten verbreitet werden, ist einfach super fehleranfällig, irrsinnig teuer und nicht effizient. Und ich wünschte mir, dass die ESA eben ein Peer-to-Peer-Netzwerk nimmt. Ich habe mir das eben vorgenommen und also mein Plan war, das innerhalb von 10 Jahren umzusetzen. Ich bin ein Jahr schon vorbei, also ich habe jetzt noch 9 Jahre Zeit. Und ja, also wenn Sie eben Connections zur ESA haben, also ich habe schon diverse Connections, aber wenn Sie da irgendwie auch noch Kontakte haben, gerne melden oder ich halte auch gerne Vorträge drüber, weil es eben wirklich eine sinnvolle Aktion wäre. Leider habe ich eben keine Zeit, mehr da ins Detail zu gehen, aber ich kann noch gerne danach irgendwie im Gespräch erklären, um was es da genau geht, warum das eben so sinnvoll wäre für die Sentinel-Daten. Ja, und das war es schon. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, danke Volker. Deine Erfahrung mit Sentinel-Daten kann ich leider bestätigen. Wir haben jetzt so eine kleine Vorahnung bekommen, was alles möglich ist mit dezentralen Infrastrukturen. Und ich denke mal, der eine oder andere hat eine Frage dazu. Ja, erstmal vielen Dank für den Vortrag. Meine Frage geht in die Richtung, wie sich das abgrenzt von dem DAT-Projekt. Das ist ja auch sehr ähnlich. Oder ja. Ziehen die an einem Strang? Genau. Also das habe ich tatsächlich vergessen zu erwähnen. Ich entschuldige mich, dass ich das DAT-Projekt vergessen habe zu erwähnen. Das ist eben also die gleiche Technologie im Prinzip. Also das, was ich hier erklärt habe, hilft einem auch dazu verstehen. Und sie ziehen in einem Strang im Sinne von, sie wollen Peer-to-Peer-Netzwerke populär machen. Technologisch sind es wirklich getrennte Technologien. Sie hatten früher, also vor 3-4 Jahren, mal Überschneidungen, aber mittlerweile entwickeln sich die schon in andere Richtungen ein bisschen. Genau.
Aber das ist auf jeden Fall auch ein Projekt. Und ich würde sagen, momentan ist es so, dass IPFS baut wirklich an den Grundlagen und ist noch nicht wirklich gut benutzbar, so von der Anwenderseite. Und das macht es, würde ich sagen, von einer anderen Richtung und ist sehr viel benutzbarer. Das kann ich heute schon nehmen oder Systeme bauen. Und genau. Und die programmieren aber noch so am Hintergrund noch ein bisschen mehr rum. So, aber das ist mein Eindruck davon. Aber ja. Also, ja, es klingt ja so, die einen sind dort weiter, ihr seid an der anderen Seite weiter, dass man das irgendwie zusammenpackt. Also da gibt es keine Bestrebungen oder so. Nee, also es gibt, also ich würde sagen, es gibt also gerade von der IPFS-Seite gibt es auch wirklich die Bestrebungen, die ganzen Sachen auch zu standardisieren, also ins IETF zu bekommen. Und da könnte zum Beispiel Daten mit aufspringen. Also wer jetzt zum Beispiel mit dabei ist, ist die Ethereum Foundation zum Beispiel, die auch irgendwie ihre, also wie man eben jetzt zum Beispiel das Content Addressing macht und beschreibt, dass man eben solche Primitive wirklich irgendwie standardisiert und dann könnte eben auch da zum Beispiel mit aufspringen, dass man wirklich diese Primitive standardisiert. Und wir sind eben wirklich so an den Primitiven erst und dann schauen wir mal, genau. Gibt es noch weitere Fragen? Erstmal danke für den schönen Vortrag. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir irgendwie die ID, den Hash, das Ziel, das wir haben wollen, schon irgendwie kennen. Wie gehe ich denn damit um? Wie kriege ich denn raus, was der Hash meines Zielteils, meines SAT-Images ist und wie kriege ich da Aktualisierung? Wenn ich das zentral halte, habe ich ja wieder einen Single Point of Failure. Ja, genau. Also das ist ein guter Punkt. Also das Problem ist durchaus natürlich, also was wir schon hatten mit diesem Hash, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Teil ändern würde, wäre der Hash natürlich anders. Und woher weiß ich dann, welcher Hash das ist? Es gibt dann auch noch das IPNS, das Interplanetary Name System, quasi in Anklang auf DNS, eben ein dezentrales System, wo man dann eben im Prinzip eine ID hat für die Daten und der zeigt quasi immer auf die aktuelle Version und ich muss dann quasi diese ID halt immer updaten zur aktuellsten Version. Also angenommen, zum Beispiel, also Beispiel war, was es auch gibt, eine Spielung von Wikipedia und ich will immer die aktuelle Version vom Artikel haben, kann ich das quasi updaten und der Unterschied zu DNS ist, dass es halt sicherer ist, weil quasi diese ID zu ändern, brauche ich wieder einen Schlüssel und ich muss quasi darauf vertrauen, dass die Person, die diese ID eingestellt hat, das immer die auf der aktuelle Version zeigt. Aber ich habe quasi dann nochmal ein System, wo man eben dann so dynamische Sachen machen kann, dass die einfach halt auf irgendwelche Sachen zeigen. Ist es, also wir können danach nochmal kurz reden, weil das ist, also die Antwort wäre etwas lang, deswegen können wir gerne danach nochmal sprechen. Ich glaube, ich kriege das nicht so schnell in ein paar Worten hin. Vielen Dank für den Vortrag. Ich hatte auch noch hier drüben. Ah. Ich hatte auch noch eine Frage und zwar, ich habe noch eine Verständnislücke. Ja. Du hast am Anfang dieses schöne Beispiel gebracht mit der ISBN, wo deine Freundin dann mithilfe der ISBN das Buch bestellen kann. Das setzt aber voraus, dass sie weiß, wie sie mit Hilfe einer ISBN ein Buch irgendwie bei Amazon bestellen kann und da muss sie eine Adresse angeben, sodass es letztendlich zu ihr kommt. Und das ist mir jetzt zurück in die Dateisystemwelt noch nicht klar. Wenn ich jetzt diesen Hash habe, wie kommt das System oder wie funktioniert es, dass ich mit diesem, mit Hilfe des Hashs, woher weiß, wie geht der Weg vom Hash zu den Daten, die dann letztendlich zu mir kommen? Ja, genau. Das ist mir noch nicht so richtig klar geworden. Also der Weg ist so, man hat eben, also jeder installiert im Prinzip einen Peer auf dem eigenen System und verbindet es eben mit anderen Peers irgendwo in der Welt oder im lokalen Netzwerk kann es auch sein. Und da ist es eben, also die Technologie dahinter nennt sich Distributed Hash Table. Das ist einfach, quasi der eigene Peer hat die ganze Information, also die Kurzfassung ist, er fragt auf eine geschickte Art und Weise ab, die anderen Peers, oh, hast du die Daten? Und wenn es jemand hat oder der weiß, dass es jemand anders hat, dann sagt er Bescheid und gibt sie dann zurück. Und eben momentan ist es noch so, also wir haben eben dieses HTTP-Interface, das eben auch für heutzutage Anwendungen halt einfach halt funktioniert. Dann ist quasi so ein HTTP-Gateway davor und dann kann man es normal über HTTP benutzen und dann läuft im Hintergrund dieses Magische. Kurze Rückfrage, das bedeutet, dass alle Peers in dem Peer-Netzwerk alle Hashes und alle Dateiorte dann sozusagen kennen. Verstehe ich das richtig? Nein, die werden so verteilt, dass man quasi weiß, welcher Peer das haben könnte. Also es haben nicht alle und das ist eben diese Distributed Hash Table.
man weiß eben, also die Peers wissen, wo sie die Information herbekommen, welcher Peer die Datei hat. Also im kompletten Netzwerk genügt was, wenn einer die Kopie hat und irgendwann finde ich schon raus, wer das ist. Und natürlich ist es besser, wenn ich mehrere Kopien habe, dann geht es halt schneller. Und wenn es halt nur eine hat, dann dauert es halt länger. Aber es gibt eben Möglichkeiten, es dann eben inkrementell zu finden. Alles klar, danke. Ja, ganz kurze Frage noch zum Schluss. Gibt es irgendwie grafische Benutzeroberflächen, die das sozusagen auch populärer machen könnten, dass es eben jetzt nicht so ein auf Konsolennutzer beschränkt genau. ist? Genau, also es gibt eben zwei Projekte. Also es gibt eben zum einen, wenn man es installiert, eine grafische Oberfläche, eine Web-Oberfläche, aber es gibt auch eine Desktop-Version, quasi um halt Daten zu speichern und so. Also das gibt es bereits. Genau. Ja, Volker, vielen Dank für diese sehr anschauliche Einführung in dezentrale Infrastrukturen.